Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beneschas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge haben wir mit den Leuten mal ein bisschen geklatscht und getratscht und besprochen, was sie davon halten würden, wenn hier ein Wechsel stattfinden würde. Und ich sehe gerade, man kann hier hoch. Kann man sich da auch noch was holen, bevor wir jetzt weitergehen? Weil wir nämlich diese Folge eigentlich in die Minen rein wollten. Oh, ich kann ja tatsächlich noch... Oh. Wollte gerade sagen, kommt jetzt hier so ein Jump'n'Run oder was? Ah, hier ist noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich gerne noch mit, bevor wir uns aufmachen. In die Mine zu ganz vielen Geistern. Altes Versteck. Moment, ist das was zum Lesen? Ja. Elisa, mein Großvater ist nun endlich von uns gegangen und ich habe sichergestellt, dass er mir ein kleines Erbe hinterlässt. Es ist nicht viel, aber es wird uns bis zum nächsten Jahr über die Runden bringen. Schon bald werden wir Mann und Frau sein. Wenn du in Not bist, finde ihn. Das Glück begünstigt die, die bei Tagesanbruch erwachen. Auf ewig dein A. Das war jetzt ein Insider, weil A. nenne ich immer Alexa, die ja auch hier immer ständig mithört. Also wenn ihr irgendwann meine Frau im Hintergrund reden hört, dann könnte das sein, dass A. angegangen ist. Die reagiert übrigens mittlerweile auf A. Es muss einen Schlüssel geben. Deswegen muss ich damit immer ein bisschen vorsichtig sein. So, Krieg ändert sich nie. Ist das auch was zu lesen? Ja. Gibt es einen guten Grund, einen Krieg zu beginnen? Ja, sagen die Könige. Nein, sagen die Witwen. Wen kümmert es, sagen meine militärischen Lehrer. Denn wir sind Soldaten, die für das Kämpfen, Töten und Sterben bezahlt werden. Hätte der Krieg mit den Indianern vermieden werden können? Möglicherweise. Aber es wurde zu viel Verrat begangen und zu viel Blut vergossen, um jemals Frieden zu schließen. Wir haben als gottesfürchtige und aufstrebende Nation versagt. Und von Leuten, die nie die Leichen von Frauen und Kindern, von Kolonisten und Eingeborenen in den verbrannten Ruinen ihrer Farmen und Dörfer in der regnerischen Morgendämmerung gesehen haben, könnte ich für das Schreiben dieser Zeilen verurteilt werden. Ich gehöre zu den Soldaten, die nach dem Massaker nach Bloody Brook geschickt wurden, um die Leichen zu zählen. Ich gehörte zu denen, die in der großen Sumpfschlacht von 1675 gekämpft haben. Und auf dieses Gemetzel bin ich nicht stolz. In meinen Träumen werde ich heimgesucht. Ich hoffe aufrichtig, dass das neue Kommando, das ich in New Eden Town antreten werde, mich von jedem neuen Krieg fernhalten wird, den ich zu gewinnen habe. Ja, auch gute Soldaten sollten... Springe ich da runter dann? Sollten keinen Krieg führen müssen, das wollte ich sagen. Fell. Jetzt bin ich hier natürlich eingedrungen. Achtung, das Gebäude ist im schlechten Zustand. Der Zutritt zum Obergeschoss ist verboten. Vorsicht, herabfallende Objekte. Ach, das war die Waffenkammer. Okay. Können wir hier noch was mitnehmen? Mal wieder die King James Bibel. Ich weiß nicht, die findet man überall. Also ich weiß nicht, ob man die sammeln muss. Dass man die alle irgendwie finden muss oder... Keine Ahnung. Whites Brief und Matthews Familie. Juni, Juli 1695. Sehr geehrter Mr. Matthews, ich schreibe euch in der Hoffnung, dass euch dieser Brief baldigst erreichen wird, mit welchen ich euch leider über den tragischen Tod eures Sohns Elliot informieren muss, der kürzlich an den Hängen von Mount Jericho ums Leben kam. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde der junge Matthew und seine Kameraden von Feinden angegriffen. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass alle dabei ihr Leben lassen mussten. Euer Sohn sprach oft von seiner Familie, vor allem von euch, seinem Vater und insbesondere von seiner geliebten Schwester. Ihr sollt wissen, dass Elliot als Held starb. Hochachtungsvoll und in tiefster Trauer, Andrew Wild. Ah ne, ist doch ein anderer. Ich wollte gerade sagen, weil das ist auch Juni oder Juli 1695.
Sehr geehrte Dame, ich weiß, wir kennen uns nicht, doch mein Kommandant sagte mir, dass ihr mit dem jungen Talbot Williams der Miliz von New Eden verlobt seid. Ein guter und tapferer Mann. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass er tragischerweise von uns gegangen ist. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde der junge Williams und seine Kameraden von fürchterlichen Feinden angegriffen. Leider verloren in diesem Gefecht alle ihr Leben. Wir werden den jungen Talbot als stets motivierten Freiwilligen in Erinnerung behalten, der sich nie beschwerte. Auch dann nicht, wenn ihm alles abverlangt wurde. Es gibt niemanden in der Miliz, der ihn nicht als Freund betrachtet hat. Hochachtungsvoll und in triester Trauer, Andrew White. Ja, hier war jetzt aber nichts. Oh, da geht's noch runter. Ah. Guck mal, hier werden die Leute eingesperrt. Lagerraum. Abgeschlossen. Ach, das ist hier dieser eine Raum, von dem der Zettel gesprochen hat. Anscheinend werden nicht nur Leute eingesperrt. Nein, ich habe schon wieder eine Bibel gefunden. Oh Gott, was habt ihr eigentlich alle mit dieser Bibel hier? Okay. Hm? Nee, war doch nichts am Leuchten. Dann können wir uns jetzt hoffentlich endlich mal auf in die Minen machen. Ich wusste, es war nicht gut, da mal nachzuschauen, ob man da hochgehen kann. Ach, das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Jetzt kann man da auch noch hochgehen oder was? Moment. Nein, ich will es doch eigentlich gar nicht, aber ich guck mal kurz. Oh, Hilfe. Ich schläft gleich ein, oder? Hallo? Ihr habt uns wahrlich den Hintern gerettet, mein Herr. Daran besteht kein Zweifel. Dank euch können wir uns endlich einen Moment ausruhen. Das ist bitter nötig. Ist alles in Ordnung, Soldat? Ihr macht einen hundemüden Eindruck. Tote schlafen nicht, oder? Und wenn ich schlafe, kommen sie trotzdem weiter. Kann niemand anders Wache schieben? Wir sind bereits unterbesetzt. Außerdem kann ich mich ausruhen und gleichzeitig Wache halten. Alter Soldatentrick. Okay. Ihr werdet heimgesucht. Was? Jetzt mal Klartext. Was ist wirklich los? Was kümmert euch das? Ich trage meine Probleme mit mir rum, ihr die euren. Also lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht wichtig und hab keine Hilfe verdient. Es wäre sowieso Zeitverschwendung. Du hast den Mann gehört. Er will unsere Hilfe nicht. Wir sollten uns nicht aufdrängen. Zumindest noch nicht. Also ich sag's mal so, wenn er heimgesucht würde, würde sie das doch sehen als Geist, oder? Wie steht es um die Leute? Sind sie kampfbereit? Die meisten sind Farmer, Verkäufer, Hausdiener, Jäger. Wir haben einen alten Soldaten, aber der ist krank. Die noch stehen, sind wandelnde Leichen. Von wegen kampfbereit. Aber wir halten die toten Horden auf. Noch zumindest. Kein fairer Kampf, hä? Ja, umso wichtiger wäre es wohl, mal die Führung zu wechseln, ne? Vielleicht haben sie es verdient. Ja, wer? Nee, dann bleibe ich mal. Es ist schlimm, aber wir tun unser Bestes, es wieder gut zu machen. Das sogenannte Paradies von New Eden, hä? In was für ein Drecksloch wir es doch verwandelt haben. Aber wenn wir aufhören zu graben, sterben wir. Gab's irgendwas Interessantes? Wenn ich was weiß, sage ich's euch. Aber macht schnell. Ich hab zu tun. Wir beide hatten ja schon mit dem einen oder anderen Offizier zu tun. Erzählt mir etwas über den Captain. Fast 20 Jahre Dienst und ich hatte nie einen effizienteren, kompromissloseren Kommandanten. Er sitzt einem ständig im Nacken. Aber das ist gut so. Aber damals ist damals und heute ist heute. Er ist nicht mehr der, der er einst war. Aber nerven kann er immer noch. Was denkt ihr jetzt über Helen Priest? Nun, sie ist wie ihr Mann. Nur besser. Es liegt ihr im Blut zu führen. Sie erinnert mich an meine alte Mutter. Die Königin von Topsfield Common nannten wir sie. Zum Kommandieren geboren. Da gab es keine Widerworte.
Kanntet ihr Sebastian Priest? Ja, ich kannte ihn. Guter Mann, ausgezeichneter Soldat, hatte hehre Ideale, ist aber nicht rumstolziert wie eine Krähe im Rinnstein. Held. Das ist eine Bezeichnung, die oft nicht angebracht ist. Aber Lieutenant Priest war ein Held, und zwar ein waschechter. Auf Wiedersehen, Soldat. Was sagt der andere? Moment, darf ich mir mal eben eure Sachen hier klauen? Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, Kumpel. Seid ihr die Verstärkung, die Pennington angefordert hat? Red McGrath, der Verbanner. Leider muss ich euch enttäuschen. Ah, ein Jammer. Wir könnten jemanden wie euch gut gebrauchen. Theodore Shepard, Scharfschütze. Der Beste von allen. Ich bilde einige der Jungs hier aus. Vielleicht können wir euch auch mal was zeigen. Ich kann gut genug schießen, aber danke. Ich wollte gerade sagen, wir können ihm auch gerne was zeigen. Wo habt ihr das Schießen gelernt, Mr. Shepard? Im Krieg, Kumpel. König Philipps Krieg? Ja, als ich alt genug war, habe ich mich freiwillig gemeldet und bin gegen die Rothäute ins Feld gezogen. Das Schießen war mir in die Wiege gelegt. Einmal habe ich einen über 500 Yards erledigt. Was sagt ihr dazu? Ich bin Prinz Löwenherz. Nein, dem bin ich schon mal begegnet in einem anderen Spiel. Erzählt mir von eurer Welt. Welchen Teil? Zum Beispiel dem Teil, in dem Captain Pennington vorkommt. Der Captain? Ich kenne ihn kaum. Er kümmert sich um sich, ich mich um mich. Hat wohl den Verstand verloren. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen. Man könnte es auf den Fluch schieben, aber er war schon immer ein verschlossener Bastard, seit er Frau und Kind verloren hat. Penningtons Familie ist tot? Das habe ich nicht gesagt. Aber wer weiß. Jedenfalls sind sie nicht mehr hier und der Captain hat es nicht verkraftet. Also sind die vor ihm geflüchtet. Werde ich jetzt mal so zwischen den Zeilen da raushören. Helen Priest, sagt mir, wie sie in eure Welt passt. Frauen dürfen nicht in den Krieg, aber für sie sollte man eine Ausnahme machen. Ein Jammer, dass Pennington ihr nicht über den Weg traute. Ich habe an der Seite vieler tapferer Männer gekämpft. Keiner kann Helen Priest das Wasser reichen. Wieso erzählt ihr mir nicht ein bisschen von euch? Kumpel, ihr müsst nur wissen, dass ich der beste Schütze auf diesem Kontinent bin. Priest und Pennington streiten sich zu oft, um das zu erkennen. Ich mache mich wieder auf den Weg. Und möge der Pfad euch Glück bringen. Ja, eigentlich wollte ich ja schon die ganze Zeit zu den Minen gegangen sein. Da ist auch noch was wir mitnehmen können. Och nein, jetzt ist hier noch einer. Erfreulich, euch lebendig zu sehen, mein Herr. Macht es kurz, ich bin im Dienst. Ja, bitte. Ach so, nee, ist das der eine? Der da eben stand? Bleibt unbehelligt. Ach, tatsächlich, der ist nur reingegangen. Och, habe ich nur mal Glück gehabt. Ich meine, ich würde ihm gern helfen. Wir sind schließlich beides alte Soldaten. Gut, fangen wir in seinem Quartier an. Was? Ach so, den einen Typen. Och nein, ich wollte doch die ganze Zeit in die Mine gehen. Och Leute. Nein, ihr könnt mir jetzt doch nicht mit einer Nebenaufgabe hier ankommen. Grauer Himmel, wie immer. Was? Wer ist denn da? Hallo? Hier ist doch niemand, oder? Hör ich den Geist? Hä? Hör ich die über mir? Hör ich die auf der anderen Seite? Also, irgendeine Frau höre ich auf jeden Fall. Ich muss erstmal sein Bett hier finden. Ich glaube, zur Mine kommen wir in dieser Folge leider doch nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Wieso läufst du denn jetzt nicht? Ah, jetzt wieder. Na gut. Andrews Sachen, wo versteckt ihr euch? Sag mir... Nein, ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, es ist wieder die Bibel. Es sah schon so aus. Oh mein Gott.
Gut, da ist was. Das sieht gut aus. Medaille. Zu Ehren der Tapferkeit von Andrew White. Krieg gegen King Philip, 1678. Gott segne den König. Eine Auszeichnung für soldatische Tapferkeit. Ich glaube, wir haben Andrews Sachen gefunden. Poesie des Gefreiten Matthews. Krankheit eines Soldaten. Oh je, okay. Die Schatten singen, der Himmel fällt herab. Tage werden zu Nächten. Die Schemen stehen vor meiner Tür. Ich kann sie hören, wie sie an der Pforte kratzen. Ich kann weglaufen, aber niemals entkommen. Die Schatten sind gut zu mir. Ich kann hören, wie sie meinen Namen rufen. Wieso sind die dann gut zu ihm? Ich bin eine lebende Hülle ohne Seele, nur ein Geist, der sein eigenes Haus heimsucht. Ich gehe dem Tod entgegen, hauch meinen letzten Atemzug aus. Mutter sagte stets, der Tod ist nur der Horizont. Früher hatte ich Angst, doch jetzt sehne ich den Sonnenuntergang herbei. Ich dachte zuerst, dass das ein Gedicht werden sollte. Okay. Brief. Meine liebste Ethyl. Einige meiner Kameraden sind erkrankt. So zimperlich wie ich bin, kann ich nichts für sie tun. Matthews hat die Nacht an der Seite der Schwester verbracht und das Erbrochene eimerweise rausgetragen. Ein guter Mann, auch wenn er nicht viel spricht. Mir ist kalt, ich habe Hunger und ich bin müde. Aber der Feind lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Dein Talbot. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen abgelenkt bin, gerade beim Lesen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich hoffe nicht. Aber anscheinend ist bei meinen Nachbarn wieder die Putzfrau unterwegs. Die donnert hier gerade so ziemlich gegen alles. Offizielles Dokument. Durch den Tod des Gefreiten Forabury gehen dessen Habseligkeiten, darunter auch seine Flinte, auf seinen Wunsch hin in den Besitz von Teddy, der Schatten, über. Um seine Taten auf dem Schlachtfeld von Bloody Brook zu würdigen. Möge der Schatten diese herausragende Flinte mit Ehre tragen. Okay, Flinte. Hier ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie noch... Nee, okay. Da gab es aber noch einen zweiten Punkt. Der aber theoretisch... Moment. Jetzt bin ich ja gerade ein bisschen verwirrt. Da muss noch was drin sein. Das Bett untersuchen. Und den Laden aufsuchen. Das ist der Laden da unten. Aber da muss noch irgendwas in dem... Ich muss auch irgendwie an sein Bett kommen. Sein Bett habe ich jetzt gerade gar nicht... Aber da stand doch gar nichts mehr, dass ich da noch was machen konnte, oder? Welches Bett ist denn sein Bett? Ah, hier. Ah, Moment, da ist noch was. Andrew Whites Beförderungsschreiben, 16. Juli 1677. An den Gefreiten Andrew White, der Massachusetts-Miliz, unter dem Kommando von Lieutenant Pennington. White, angesichts eurer letzten Erfolge auf dem Schlachtfeld und auf Empfehlung eures Lieutenants hin, befördere ich euch auf einen Posten, der euren Fähigkeiten besser entspricht. Ab sofort werdet ihr als Anwerber im Rang eines Surgeons dafür sorgen, dass unsere Streitkräfte mit gut ausgebildeten Männern aufgefüllt werden. Ihr werdet zunächst in Haverhill stationiert sein. Colonel Adard. Addendum. Wir haben uns bereits über euren sich verschleiernden Gesundheitszustand unterhalten und der Unfall hat nicht gerade positiv dazu beigetragen. Ihr seid ein guter Mann, White. Pennington. Das ist unsere bislang beste Spur. Gibt es hier eine Krankenstation? Danach könnten wir nach seiner Milizakte suchen. Das habe ich schon gelesen, oder? Nee, das habe ich nur nicht gelesen. Brief an Andrew Whites Frau. Mein Liebster. Nee, von seiner Frau. Ich schicke dir diesen Brief, damit du dir keine Sorgen um uns machen musst. Meine Eltern haben uns mit offenen Armen empfangen. Meine Mutter hat sich so gefreut, ihre Enkelkinder zu sehen, dass sie ein wahres Festmahl zubereitet hat. Mein Vater hat zwar ein wenig gemeckert, so wie er es immer tut, und
und kann es kaum erwarten, dass wieder Ruhe ins Haus einkehrt. Aber er ist dennoch sehr dankbar für die zusätzliche Hilfe auf den Feldern. Er würde es niemals zugeben, aber er ist stolz auf unsere zwei starken Burschen. Isaac und Abraham freuen sich ebenfalls sehr, wieder in Providenz zu sein. Sie finden die Regeln hier nicht ganz so harsch und ich kann ihnen nur beipflichten. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder an deiner Seite zu sein, Liebling. Ich mache mir Sorgen um dich. Vielleicht ist es an der Zeit, New Eden endgültig zu verlassen. Die Stadt ist verflucht, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass dich deine Albträume nicht zu sehr um den Schlaf bringen. Vergiss nicht, was die Schwester dir gegeben hat. Trotz der Entfernung singe ich jede Nacht für dich, in der Hoffnung, dass dich mein Gesang erreichen wird, wie sonst auch immer, beruhigen möge. Ich liebe dich von ganzem Herzen, deine dich liebende Frau, Corinna Wild. Okay, das heißt, wir können jetzt hier auf jeden Fall raus. Doch, hier kann ich rum. Krankenstation untersuchen, Akte in der Waffenkammer suchen, da waren wir ja schon mal drin. Och, lauf doch einfach mal durchgehend. So, Moment, jetzt zeigt er mir das so, ich wollte gerade sagen, so komisch an, hier oben müsste die sein. Also, Mr. Peabody, ich werde jetzt die erste Beule aufstechen. Bereit? Dieselbe verschissene Frage jedes verschissene Mal. Nein, ich bin verdammt nochmal nicht bereit. Ausgezeichnet, dann fangen wir an. Vorsichtig, verdammte Scheiße, vorsichtiger! Oh! Ich weiß. Will ich das wissen? Hallöchen? Entschuldigt, ich wollte euch nicht über den Mund fahren. Ich konzentriere mich nur gern auf einen Patienten. Der hat doch gar nichts gesagt. Willkommen auf der Krankenstation. Ich bin Schwester Wings, oder Anne, wenn euch das lieber ist. Ich bin Verbanner. McWraith ist der Name. Aber nennt mich einfach Red. Red, es freut mich, ein freundliches Gesicht hier zu sehen. Oder überhaupt jemanden. Was kann ich für euch tun? Das ist eine Krankenstation, sind da nicht immer viele Leute. Also, wie seid ihr hier gelandet? Was hat euch dazu gebracht, Krankenschwester zu werden? Das, mein Herr, ist eine äußerst persönliche Frage. Ich mag Persönlichkeit. Ich verstehe. Als Kind war ich krank. Sehr krank. Seitdem möchte ich anderen helfen, die krank sind. Deshalb bin ich hier. Und was ist mit euch? Ich habe mich in eine Verbannerin verliebt. Ja. Im Prinzip ja. Er soll halt nur nicht sagen, ne? Ich verliebte mich in eine Verbannerin, eine der besten. Meine glücklichsten Jahre habe ich mit ihr verbracht. Und wo ist sie jetzt? Antea starb im Haupthaus, in New Eden Town. Ah, ihr wart das. Ich hätte es wissen müssen. Mein aufrichtiges Beileid, Red. Es tut mir so leid. Wie kommt es übrigens, dass ihr in diesen Zeiten nur diesen einen Patienten habt? Mr. Peabody's Krankheit ist kein schöner Anblick. Fort Jericho hat Erfahrungen mit ansteckenden Krankheiten. Die Leute haben Angst. An was leidet er? Darauf steht mir keine Antwort zu. Ihr müsst ihn schon selbst fragen. Tja. Ja. In Ordnung. Ich verstehe. Fürchtet ihr euch nicht vor einer Infektion? Wenn es so wäre, würdet ihr es nicht merken. Über was spricht man hier so? Ich treffe nicht viele Leute. Ich bin eigentlich nur hier. Alleine. Keine Besucher? Keine anderen Patienten? Helen Priest kommt öfter vorbei, wenn sie Zeit hat. Captain Pennington hat Mr. Peabody öfter besucht, aber er war schon länger nicht mehr hier. Was könnt ihr mir über Captain Pennington sagen? Er hat gegen König Philip und die Wampanoag gekämpft. Und zwar sehr gut, wie man hört. Er mag unsympathisch sein, aber ich urteile nicht. Er ist ja sehr neutral, ne? Erzählt mir von Helen Priest.
Die Witwe des tapferen Lieutenant. Er ist schon einige Jahre tot, aber sie blieb Witwe. Sie ist ebenso ein Soldat wie ihr toter Gemahl. Eine Kämpferin, souverän. Selbst nach seinem Tod ist sein Einfluss auf sie noch spürbar. Ich glaube, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, und da hat sie auch gar nicht so unrecht mit. Und wie sieht es mit euch aus? Wie fühlt ihr euch? Ich bin am Leben und gesund. Ich beschwere mich nicht. Ich kann stark sein für die, die weniger Glück hatten. Ihr seid herzensgut, Schwester Winks. Ich gebe mein Bestes, Mr. McGrath. Sicherlich tut ihr das ebenfalls. Lebt wohl, Schwester Winks. Lebt wohl und bleibt gesund. Vielleicht nicht mehr, wenn ich mit ihm spreche, aber ich versuch's trotzdem. Wer zum Teufel seid ihr? Königin Maria Stuart? Ich hatte die Ehre, Maria die Zweite kennenzulernen und fand sie ein wenig hübscher als mich. Ich bin Red McGrath, Verbanner. Hä? Der Verbanner will also den kranken alten Cotton Peabody bestaunen. Verschwindet! Er stinkt plötzlich nach Tod hier, Schotte, und ich bin's nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Wo habt ihr gekämpft, Soldat? Es geht euch einen feuchten Kehricht an, Schotte. Und genau deswegen, mein Freund, kann euch niemand ausstehen. Ihr seid kein Soldat, ihr seid Schläger und Rebell. Und solltet ihr je wirklich auf einem Schlachtfeld gestanden haben, habt ihr sicher verloren. Ich bin ein echter Soldat. Hab mir alles selbst beigebracht. Die heimische Farm verlassen, um die Indianer zu bekämpfen, waren harte Zeiten. Hab unter dem Captain höchstpersönlich gekämpft und dann bin ich ihm hierher gefolgt und der Miliz beigetreten. Seit wann seid ihr krank? Was kümmert's euch? Mir geht's noch gut genug, einem Schottenlümmel wie euch die Leviten zu lesen. Ja, wenn ich krank bin, werde ich auch missmutig. Was gibt es Neues hier? Hierher kommt niemand, um mit mir zu plaudern. Der Captain war einmal da, hat sich um Andrew White gesorgt. Der alte Junge schreit wohl im Schlaf. Das scheint hier keine Seltenheit zu sein. White ist Torwächter, richtig? Was ist seine Geschichte? Er sieht Geister im Schlaf. Albträume natürlich. Die echten Geister suchen dich heim, wenn du wach bist. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Erzählt mir vom Captain. Ihr könnt offen sprechen, ich werde ihm nichts davon berichten. Er kann das ruhig hören. Der Captain ist der Beste von uns. Und ich diene ihm mit Stolz. Und wenn er um Rat bittet, werde ich ihn ebenso mit Stolz geben. Nicht, dass er das noch tun würde. Er hat wohl zu viel zu tun im Moment. Für Menschen wie den Captain ist Zeit ein wertvolles Gut, nicht wahr? Mhm. Sagt mir mehr über Helen Priest. Ihr habt mein Wort, dass sie nichts davon erfahren wird. Die Frau des Lieutenants. Die Stellvertreterin des Captains. Jetzt hat sie das Kommando. Was für ein Aufstieg, nicht wahr? Sie hat es doch noch gar nicht. Wie läuft das Leben im Fort? Was wollt ihr hören? Es ist kalt. Wir haben Hunger. Willkommen im Paradies. Weitermachen, Mr. Peabody. Wir sehen uns. Aber es ist ja nicht so, als könnt ihr irgendwo anders hin. Ja, man kann es versuchen, ne? Sieht übel aus. Armer Mann. Das ist nie ein gutes Zeichen. Nein, da steht arme Sau. Da stand nicht armer Mann. Erste Amputation, sehr jung, armer Junge. N. Wings medizinische und Aufzeichnungen sind das. Midlaw kennt sich mit Kräutermedizin aus. Soldaten nach 5 Tagen Fieber heilen. Okay. Notizen über Andrew White. Das war doch jetzt der, wo wir drüber ermitteln, oder? 12. März 1689. Der Gefreite Andrew White leidet bereits seit vielen Jahren unter wiederkehrenden Albträumen. Seit 1682, laut eigener Aussage, auch wenn er schon seit 1678, also seit dem Ende des Krieges, Schlafprobleme hat. Seine Behandlung und den Verlauf seiner Krankheit werde ich im jährlichen Abstand hier vermerken. 1689. Die Behandlung mit Kräuter... Infusionen hat dem Patienten in diesem Jahr das Einschlafen leichter gemacht. Die Albträume sind seltener geworden.
Nach dem Jahrestag von Andrews Rückkehr aus dem Krieg zeigte der Patient jedoch enorme Unruhe und war geistig verwirrt. 1690. Der Patient zeigt langsam Anzeichen von Besserung. Die Dosierung der Kräutermixturen wird monatsabhängig verdoppelt. Keine durch Unruhe ausgelösten Wohnzustände. Warnzustände. 1691. Der Gefreite White ist ruhiger geworden und wirkt ausgeruhter. Zwei schlimme Anfälle von Unruhe sind jedoch aufgetreten. Der Patient empfindet es als schwierig, über seine Träume zu sprechen, gibt jedoch zu Protokoll hin und wieder eine verschwommene Gestalt wahrzunehmen. 1692. Die Kräuter scheinen ihre Wirkung verloren zu haben. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Behandlungsmethode. Dem Patienten nach treten seine Albträume nun wieder regelmäßig auf und sind noch furchteinflößender. Abgesehen davon ist sein Zustand labil. Also es hat jetzt nichts mit dem Albtraum zu tun, weil sonst wäre das ja in diesem Jahr, denke ich mal, alles. 1693. Die neue Behandlungsmethode zeigt Wirkung. Die Albträume kommen seltener vor, sind dafür aber umso intensiver. Je nach Monat ist die doppelte Dosis erforderlich. Keine durch Unruhe ausgelösten Wahnzustände. Dann ein Jahr später, auch diese Behandlungsmethode hat ihre Wirkung verloren. Die Albträume treten nun noch häufiger auf und sind noch intensiver. Der Patient leidet an chronischer Erschöpfung. 6 Anfälle in diesem Jahr. Der Patient traut sich nicht, über seine Albträume zu sprechen. Wurzeln des Himbeerstrauß verursachen sie eventuell auch. Vielleicht funktioniert es auch mit Wintergrün. Das sind alles nur medizinische Notizen. Ach, das ist das, was wir brauchen. Arztbericht Teil 2. Notizen über den Patienten Andrew White. September 1994. Die Albträume des Patienten sind schlimmer geworden. Er ist sehr unruhig und lässt Mahlzeiten ausfallen. Dezember 1694. Die Abreise der Kinder aus New Eden und somit auch der Familie des Gefreiten White bereiten ihm furchtbar schlaflose Nächte. Januar 1695. Der Patient schläft allmählich wieder besser. Die Mixtur aus bestimmten Kräutern scheint ihm ein wenig beim Einschlafen zu helfen. Februar 1695. Die Albträume werden seltener. Der Patient ist jedoch noch unruhiger geworden. Er will nicht über den Mann sprechen, der ihm in seinen Träumen begegnet. März 1695. Der Gefreite White verbringt manche Nächte jetzt auf der Krankenstation, da er unter zeitweiser Demenz zu leiden scheint. Okay. Dieser Zustand hält jedoch nie mehr als eine halbe Stunde an. Mai 1695. Der Patient hat sich beruhigt, aber leidet noch immer unter Schlafmangel. Er spricht jedoch nun von Schatten und Gestalten, die ihm nachts erscheinen, wenn er wach ist. Juni 1695. Die Wahnzustände des Patienten treten mittlerweile viel häufiger auf. Er schläft sehr wenig. Irgendwas scheint alte, schmerzhafte Wunden aufgerissen zu haben. Gefreiter White möchte nicht darüber sprechen, aber er scheint die Gestalt zu kennen, die ihn in seinen Albträumen verfolgt. Ja, vor allen Dingen hat er doch 13 Jahre eine Heimsuchung ertragen. Das ist lang. White muss einen eisernen Willen haben. Er hat alles für sich behalten. Das muss die Hölle auf Erden gewesen sein. Weißt du zufällig, wessen Geist das ist? Soldaten erkennt man an den Toten, die ihren Weg pflastern. Keine Ahnung. Tja. Jetzt müssen wir noch zur Waffenkammer. Also die Folge wird wohl heute etwas länger werden, weil ich würde gerne den Herrn noch in dieser Folge befreien. Achso, können wir da? Doch, das war jetzt offen, oder? Müssen wir nach oben oder nach unten? Ziemlich das ist leer, die Frage. Diese Waffenkammer. Hier hat wohl jemand gehaust. Ist oben, oder? Das heißt, wir müssen wieder raus. Moment, wie sind wir da jetzt reingekommen? Wir sind von der anderen Seite, glaube ich. Ein Laden. Ferdinandos? Moment. Da ist der Ausgang. Bin ich denn jetzt da reingekommen? Ich weiß, ich bin von außen da hochgeklettert. Ach, hier war es, genau.
Ich dachte jetzt, das wäre der Ausgang auf der anderen Seite. Okay, Denkfehler. So. Da. Und dann musste man, glaube ich, klettern, ne? Genau. Was habe ich vorhin übersehen? Hä? Ach, hier. Captain Penningtons Bericht über Andrew White, 8. Juni 1677. Gestern am Morgen ritt ich mit 12 Männern von Portsmouth los. Auf der Suche nach einem Trupp der Plymouth-Miliz, das wird anders ausgesprochen, ich weiß, der nach dreitägiger Patrouille überfällig war. Nach einem halbtägigen Ritt gen Norden stießen wir auf den einzigen Überlebenden des Trupps. Als er mir, der junge Rekrut, die Einzelheiten des Indianerhinterhalts berichtete, war ich beeindruckt von seiner Standhaftigkeit. Oh. Andrew White ist ein vielversprechender und teuflisch zäher Soldat, der sich der Massachusetts-Miliz unter meinem Kommando anschließen wird. Und er wird für seine Tapferkeit gebührend gewürdigt werden. Lieutenant Saul Pennington. Ein Stück Blech zum Andenken an ein Leben voller Opfer. Er würde sicher lieber wieder in Ruhe schlafen können. Zumindest hat er überlebt. Ja, viele ja nicht. Ich werde mit Andrew reden. Muntert ihn vielleicht etwas auf. Ihr hättet frühstücken sollen, mein Freund. Seid jedenfalls gegrüßt. Hi! Ich bin Antea Duarte. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Also, wer seid ihr? Und was wollt ihr? Tja, das ist eine gute Frage. Die werden wir allerdings erst in der nächsten Folge klären. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.